muss gesichert werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege hier am Kopfkanal. Juhu! Okay, wieder mit den gleichen Leuten wie im letzten Part. Konsulat Geiseln. Genau. Den Raum hat man auch mega selten. Sehr selten, ja. Aber da ist über Fenster gefährlich. Ja. Da ist über Fenster, vielleicht soll ich die Fenster abmuten. Nee, das haben wir ja nicht wegen Geiseln. Ja, nee, aber die können hier leicht rein und dann. Die können auch hier oben durchschießen, eventuell. Weiß nicht, ob da ein guter Winkel ist. Ja, keine Ahnung, kann gut sein. Was ein Fickraum eigentlich. Ich hab mal jetzt die Fenster hier gemütet, dass sie den nicht aufsprengen können, hoffentlich. Ja, ich mache, wenn jemand durch will, ich mach Castle Wand jetzt. Ja, ich geh da jetzt raus, warte, ich muss noch meine Rüstung holen, Cooper. Grüß sie. Da. Sag mir bitte rechtzeitig Bescheid, wenn zwei Leute tot sind, weil dann muss ich schnell hier hoch, weil wie gesagt, hier kann man leicht die Gäste. Macht ihr wieder zu? Oder? Ja. Ah, ich mach eben. Ah, sind drei, wir. Haben keinen Clay, haben keinen Fuse. Interessant. Ja, Geisel. Ja, wegen Geisel. Oh, scheiße, meine in den Bank Briefcase, geh weg, ey, du stürmst. Cash it in, Sub, cash it in. Hab ihn kaputt gemacht. Übrigens, Sub, du könntest versuchen, wenn da einer kommt, zeitlich dran vorbeizuschießen. Weil diese gehen nicht ganz durch, die Reinforcements. Boah, wir haben hier wirklich alles wirklich richtig fett abgesperrt. Oh, Schockdrohne, oder? Oder nee. Was ist das, was ich da höre? Ich mach Touren. Achso, ja. Ah, okay. Geht das? Bernie, hast du noch Kameras? Mal, lass ihn mal kurz gucken. Bernie? Geht das? Ich weiß gar nicht. Nee, weil da halt daneben ein bisschen... Da oben wurde Twitch. Ja, die haben meinen Mute weggehauen. Fenster haben die Mute kaputt gemacht. Das denn? Oh, da ist hier die weggemacht gehabt. Fenster aber auch. Was ist denn am Fenster? Wie kann denn der Fetcher am Fenster liegen bleiben? Keine Ahnung. Nee, er hat unten durch den Schlitz durchgeworfen, dass es halt bis zum Fenster kam. Ja. Nee. Doch. Das ist unmöglich. Absolutely. Unter den Haupt Schlitz bis hin zum Fenster durch. Natürlich geht das. Ohne. Es ist möglich. Nehmt euch, Jungs. Windows ab. Wow, ja. Herr Bernie, erstmal aufstehen, sitzen bleiben. Oh Gott. Oh Gott, ich hab jetzt gar keine so geile Position. Chillt mal, Leute. Ja, Junge wird jetzt countern. Also. Ja, im Treppengang ist ganz schön. Ich höre, glaube ich, auch Rabren, glaube ich. Ja, ich sehe aber wieder nicht viel, weil Licht und so. Mhm. Ja. Das Licht ist echt schrecklich. Deswegen eigentlich. Die Lampe weghauen, ne? Wahrscheinlich haben die Glass draußen, also nicht zeigen. Sure, Cribble. Und auch das irgendwo. Ah, fuck, der ist oben an dran. Der ist genau kopfüber oben am Fenster. Oh Gott, der Glass ist da. Ash ist Treppengang. Ich hab ihn voll den Headshot verpasst, aber nein, bei Rainbow Six ist der Glass ist full life. Ja, die Treppe. Twitch ist am Fenster. Twitch vom Fenster hat von mir kassiert, aber trotzdem. Ich hab von Twitch und Fetch von dem Fenster ausgemacht. Bin fast tot. Bin bei dir. Wo. Einer ist doch draußen, Sub? Ich glaub. Twitch ist auch draußen. Da schießt! Die hat auf mich geschossen. Hab gehittet. Wo ist der Fetcher? Guck dir Kameras, rechts, einer der tot ist. Treppengang irgendwie. Fetcher war noch vorher auf. Draußen gegrabt hat, bevor er mich umgebracht hat. Sure, Treppengang, Steps. Ja gut, aber die meisten Kameras sind auch schon kaputt, also... Ne. Da können sie nicht... Oh, Decke! Genau. Ich höre über uns, glaube ich, Steps. Da. Da! Twitch ist bei mir, Sub. Ah, gegenüber in dem Raum, wo ich hingeguckt habe. Kommt rechts. Bart wahrscheinlich. Ich hab kaum noch Munition, aber einen Schuss. Ich muss schon. Oh. Kannst du verbarrikadieren noch vorne? Die kommt da durch den Haupteingang. Oder? Die kann auch wechseln, so ist nicht. Links. Ja, in die Worker Mat. Nice. Nice one. Ja, wegen aber ich glaube, hätte ich auch gekriegt. Ja, wegen Stress, die ist wegen Panik, wegen wenig Zeit. Deswegen habe ich mir gedacht, dass die nicht mehr wechselt. Okay. Und weg war sie. Deswegen sind die Schusszahlen so effektiv, weil immer wenn die in Panik sind, dann, ja. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Jo. Ah, hab ich im Schießduell gegen die versagt. Bro,
Ich drück auch. Haben wir den Baum noch gut gelöst. Ich drück auch immer jetzt schon meine Kills weg, wie ich gekillt werde, weil ich einfach gucken will, wie die Runde weitergeht. Die drücke ich schon immer weg, schon allein im Zuschauerservice. Ja, genau. Daniel guckt sich immer an. Passiert irgendwas Spannendes, scheißegal, dass man guckt, nicht gekillt wird. So läuft das bei dem Zufall. Oh, hier, der Daniel fucking. Gibt nämlich einen Job für euch. Die fucking Map, wo nur so wenig Eingänge für die Drohnen gibt, ey. Gute Map. Eckraum, also hier, das war jemand anderes Raum, nicht? Ich glaube, oh, gleicher Raum, also. Gleicher Raum. Selbe Stelle, selbe Welle. Aber auch über Fenster. Ich finde nämlich über Treppengang finde ich sehr dumm. Finde über Treppengang hier sehr dumm, weil du hast noch so viel Raum zum Bewältigen und da kommt. Es gibt so viele Versteckmöglichkeiten hinter einem, wenn man die Treppe. Oder man kommt über Büro. Also über unseren Lieblingsraum da. Ja, ich bin Glass, werde auf jeden Fall über Fenster kommen. Geisel entdeckt. Guck mal, wir machen aber kein Bug-Using, ne? Nicht zweimal auf die Castle-Wände schießen, damit du... Ich glaube, das geht inzwischen auch gar nicht mehr. Das haben sie, glaube ich, rausgepatcht. Da glaube ich nicht dran irgendwie. Wie würd ich denn merken, dass die nicht durchschauen? Du schießt zweimal auf die Castle-Fenster, dann sind die bei dir weg, bei denen aber noch da. Ja, wie die das merken, dass wenn die sich direkt vor die Fenster legen und so. Okay. Stimmt, deswegen hatte ich mal Schall... Du hast mich letztens gefragt, warum ich Schalldämpfer auf der Waffe hab. Deswegen, weil ich das mal austesten wollte. Oh. Hier ist ein bisschen gefährlich hier über die Treppe. Ich würde bei denen mal ein Fenster bloß zur Verwirrung aufmachen wollen. Ist das hier ein gekasteltes? Ja, schieß das mal auf von unten. Ich wurde entdeckt. Ja, es geht auch nicht mehr auf durch die Waffe. Ja, du brauchst einen Schalldämpfer drauf. Brauchst einen Schalldämpfer. Einfach um eine Castle-Wand so aufzumachen, brauchst du über 10 Schuss mit Glas. Ne, war es nicht 5 oder 6 jetzt? Nein. Wo ist bei dir ist du nicht in die Luft geflogen. Ja. Das ist eine normale Sache. Jetzt haben die da erstmal was zu gucken. Mhm. Ich gehe genau im Raum. Also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gehe an die Fenster. Ich gucke, ob ich da... Weil, ganz ehrlich, ich finde den Raum so schwer anzugreifen. Ah, das ist hier der Büroraum, aber das ist... Also du weißt schon, den Raum, wo eigentlich schwierig ist, aber wir ganz gut hinkriegen. Ich finde den... Ja, da aber könnt ihr auch rein. Aber ihr müsst das ganze Gebäude noch umlaufen, ne? Ja, aber ich meine, hier wird... Ich kann es nicht sehen. Super, soll ich die andere Castle, das andere Castle-Ding erstmal da lassen? Ja, bitte. Hast du da schon mal. Ich werfe mal eine Drohne rein, dann spotte ich die mal. Hoffentlich. Irgendeiner Schaden bekommen? Okay, einer ist direkt hier, Cooper. Direkt links, den lenke ich mit der Drohne ab. Der guckt nicht auf meine Drohne. Im Gang ist einer. Ich habe ihn ein bisschen gedrückt. Aber nicht den ich markiert habe, oder? Die ganz geradeaus durch, habe ich gedacht. Nee, direkt im Gang war einer. Den links. Vorsicht, da ist auch die Geisel dann, ne? Also hier ganz links ist einer, Kopa. Aufpassen, Sub, da war direkt irgendwo einer. Wir können nicht ins Fenster rein. Warte, werf nochmal eine Drohne hin. Kopa, ich mach mal das andere Castle-Fenster auf, ne? Wo ist der, ist die Frage jetzt. Das war auf der Kamera. Können wir von oben hier reinballern? Der wartet auf uns, dass wir rausgehen, der Capcan. Da ist er, ich habe ihn markiert. Okay, dann weiß ich, wo er ist. Ach, du kannst da durch die Wände ballern? Ja. Der sitzt direkt da unten hinter, saß der vorhin. Direkt da unten hinter saß da eigentlich. Ja, aber da können wir halt nicht. Nee, da können wir durchschießen doch. Ah, Lappen tot. Nice, Daniel. Ist der Captain tot? Zwei sind auf jeden Fall noch im Raum, mindestens. Ich weiß aber nicht, ob hier noch einer ist. Kuba, kannst du mal deine Drohne da reinschmeißen? Ja, die schießen da schon. Okay, aber ich scheint, die sehe ich jetzt gerade. Einen hab ich. Das ist nice. Gut wär's zu wissen jetzt. Na, Moment, ich schon. Hier, ich lenk sie von da ab und du schießt durch die Fenster, aber. Ja, die schießen wieder. Die sind auf mich konzentriert, Junge. Ja, aber nicht der ganz links. Die alle im Kriegen, Raum, glaube ich. Ja, sind sie auch. Aber dann warte, komm mal zu mir, komm zurück. Ich hab ne Idee. Einer ist verletzt. Der liegt direkt an der Geisel verletzt. Und die wäre? Wollen wir da an das Feld aufmachen? Ja, komm. Da habe ich kein Loch gelassen. 30 Sekunden noch. Scheiße, ich hab noch. Ja, kommt mal hier rein, macht mal hier Stress, damit ihr den hier hinten links. Der letzte müsste hier links sitzen. Da, tot. Sehr schön. Nice one. Der ist gekommen, um ihn zu retten, aber der hat sich hingelegt, das war dumm. Da kann er ihn nicht reviven. Der lag direkt hinterm Schild an der Geisel. Ich wollte eine Nade werfen, aber bei Geisel, nee. Ja. That would have not been so smart. Der Kapkan. Ja, mach du. Die haben Plätze getauscht. Der Bandit saß eigentlich links in der Ecke, dann
Dann kam auf einmal der Castle daher. Der Bennett saß direkt an der Geisel und hatte das Schild so zum Fenster gelegt, ja, aber... Der Rook lag mitten im Vorraum ohne Schutz hinter einer Holzbarrikade. Ich habe den seinen Namen durch die Holzbarrikade durchgesehen. Ja, ernsthaft? Was ist das denn ja. für ein Cheat, ey? Wahrscheinlich, weil ich irgendwie jeden kleinen C unten drunter durchgesehen habe quasi. Und dann zeigt es einen ihren Namen an, sobald man die sieht. Wir haben Jung das Tier die zweite schon, dann haben wir jetzt Zap der Hacker die zweite. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer es war, der Kapkan oder so. Ich mute schnell Barrikade, eine Zwischenbarrikade, ich gehe gleich nach oben und reinforce oben. Auf jeden Fall, bei mir war es halt so, der hat sich halt da in diesem Büroteil da, in diesem Vorraum da quasi, ist ja dieser Büro-Tisch da. Und da hat er sich hinter versteckt gehabt, die haben eine Nathan geschmissen und dann hat er alles riskiert und ist auf mich zugerannt und wollte mich auf jeden Fall killen. Hat nicht so funktioniert, wie er wollte. Kuba, machst du Kasselwand hier hin schnell? Klar, ich will aber auch noch raus, deswegen warte. Ah, das mal. Sicher? Ja, klar. Also wenn wir zu viele da drin sind, ist das scheiße. 5 Sekunden noch. Dann reinforce mal draußen und rechts von dir. Wenn du direkt rauskommst, rechts von dir. Ich hab schon reinforced. Ich guck jetzt. Barrikade meine ich. Könnt ihr mir markieren, wo oben... Ah, hier ist das Ding. In unserem Raum. Da lege ich mich doch hier mal auf der Lauer im Büroraum, wa? Der Mauer auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an. Wie die Hast Wanze du nicht ein Schild, Bernie? Ja. Willst du nicht mal aufstehen? Guck mal, die kommen hier oben. Am besten in deine Lieblingsecke, Allah. Das war nicht der hinterm Schild, das war ein anderer. Glass hat da aufgeschossen. Hier, guck mal, in dem Nebenraum hat Glass aufgeschossen. Ich hab noch auf keiner Cam eingesehen. Weil mehr Deckung kann ich. Okay, Garagen-Cam ist down. Dann kommen die über Keller. Das heißt, sie werden Wendeltreppe kommen. Also links von euch im Raum. Mhm. Linke Seite der Gang. Hä, ist der hier nicht reingekommen? Hat der den jetzt einen Fake aufgemacht? Vor uns im Haupteingang sind 3 Mann. Oder 2. 3 Mann sind im Haupteingang. Okay. Ash Glass. Hey, schau mal, wie ich schaue, da ist einer eingedrungen durch das Fenster. In unserem Raum hier? Nein. Hier, ich schaue da die Treppe runter. Ja, gut. Dann schaut aber mal weiter. Vielleicht ist er noch gar nicht drin. Oder hast du gesehen, wie der reingekommen ist? Nein, deswegen ist es gut. Ich traue mich nicht hier vorzugehen, weil da hat der Glass drauf geschossen, glaube ich. Glass ist Haupteingang. Okay. Ja, dann ist hier oben keiner mehr. Wissen die eigentlich, was für Klassen wir sind? Nein. Wir haben es ja nicht mal gefunden. Der Gleis ist hier an der Treppe, der Gleis ist an der Treppe. Machst du den, mach den Kopa, mach den weg. Er hat kassiert, ist weggelaufen. Ich werf mal ein Fake Ash. C4. Ich werf mal ein Fake hat, C4. Oh, Ash hat Granatwerfer geworfen, aber... Mein C4 ist auf der Statue festgehangen. Ich muss da weg. Die haben nämlich... Ich hab Ash und Glass ganz hart gegeben, aber... Die wahrscheinlich jetzt genau hier aufkreuzen. Wahrscheinlich. Jay macht den Gleck auf. Ja, die werden da jetzt aufmachen. Da haben die aufgemacht. Ja, ich seh haben uns jetzt. Da auch. Wendeltreppe, Kuba, sind viele. Ich glaube aber hier oben direkt ist keiner. Oh, nice, Kuba. Da machst du dir auf. Ich hab dein Loch. Hier ist irgendwie durch den Granatwerfer ein Loch in der Wand, ein Loch in der Decke und da kann ich den Gläser durchsehen. Fairmite ist tot. Sehr schön, Jungs. Da bin ich Risiko gegangen, aber es hat sich ja ausgezahlt. Alter, ihr hättet es sehen müssen, ey. Da ist so ein mini-mini-kleines Loch oben in dem obersten Raum. Er ist auch Raum. Tot. Sehr schön. Das ist die letzte Ash. Die war bei dir, Cooper, ne? Ja, die war da mit dem Glass. Da ist sie. Nice. Sehr schön. Die versuchen uns zu holen als Counter. Ich würde mich nicht auf uns konzentrieren. Ja, das ist echt eigentlich dumm. Vielleicht ja, auch einfach aber die, der Sinn des Counters geht voll auf. Sehr schön. Mhm. Sehr starke Runde. Das war mal Ruin vom allerfeinsten. Ruin à la Confi. Das geht halt zur Normalität, ey. Wir rulen am Anfang jetzt. Das ist krass. Stark gespielt. Und diesmal konnte Benny fast gar keine Kills machen, weil Cooper und ich die alle weggemacht haben. Ja. Counter nice for the win. Ja, so macht man das. Ich konnte die meisten mal nicht mehr im Raum. Ja. Ja, gut, bei denen war das auch schwer. Wenn die im Raum sind, ist gefährlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Von daher. Wir ruhen wie Hölle gerade. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao. Ciao.